Am Pfingstwochenende verwandelte sich der Konzertsaal Friedenskapelle im Industriegebiet Loddenheide in ein großes Terrarium. Bei der Spinnen- und Insektenausstellung konnten die Besucher wirbellose Tiere aller Art bewundern und studieren. Zu den ausgestellten Tieren zählen neben zahlreichen Spinnen und Insekten auch Krebstiere und Reptilien. Die meisten Exponate bewegen sich in eigenen Schaukästen, doch für Neugierige gibt es auch die Möglichkeit, einzelnen Spinnen ganz nahe zu kommen. Nach Angaben des Veranstalters suchen gerade Menschen, die Angst vor Spinnen haben, den Kontakt, um ihre Angst unter Kontrolle zu bekommen. Echter Grund zur Sorge muss jedoch nicht bestehen. Zwar sind generell alle Spinnen giftig, für Menschen sind die meisten Exemplare allerdings weitgehend ungefährlich. Weitere Informationen zu den Tieren in der Ausstellung finden Interessierte in den Begleittexten zu jedem Exponat und auch in einem Lehrfilm. Der überwiegende Teil der ausgestellten Tiere ist in tropischen Bereichen, vor allem in Südamerika, beheimatet. Für die Ausstellung werden sie bei spezialisierten Händlern eingekauft. Die Wanderausstellung wird voraussichtlich in 2 Jahren wieder Station in Münster machen. Bis dahin muss sich das Publikum mit den einheimischen kleinen Hausspinnen begnügen.